Moment. Bevor wir das machen, speichern. Und kurz mal Zeug verscheuern. Also Flaschenpfand abgeben. Seid. So, Flaschenpfand. War das Shift, ne? Nee. Steuerung? Keine Ahnung. Ging irgendwie. Steuerung. Nee, Shift. Wah, Gott. Ja, es war Shift. Ein grausiges Geräusch. Wir haben noch etwas Gold. Haben wir noch ein paar Heiltränke. So. Da müssen wir mit Don Claude nochmal reden. Wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Es fehlt auch noch ein Achievement. Warte mal, wie sieht's mit dir aus dem... Engelhafte Grüße, Süßer. Okay. Engelhafte Grüße. Achso, das ist der Ausgang. Da. Hi. Ah, Monsieur Drake. Hallo. Wie findet ihr Station Wish? Noch vor kurzem wollte ich Station Wish zerstört sehen. Ich hoffe, ihr nehmt mir diese bösartigen Gedanken nicht krumm. Ich wollte Mutter Gottes meine Loyalität beweisen. Na, schon gut. Schnee von gestern. Durch sie hat sie nur mit Füßen getreten. Jetzt habe ich nur noch Augen für Mademoiselle Solitaire. Schön. Ich hoffe für die Sicherheit von Glory, dass diese Beziehung ein Weilchen hält. Euren Sarkasmus habe ich durchaus bemerkt. Ich kann eure Sorgen nachvollziehen, Monsieur Drake. Aber sie sind unnötig. Oh mein Gott, okay. Mal so ganz unter uns. Ihr kennt uns ja nun aus verschiedenen, Blickwinkeln. Ich gebe zu, ich habe euch unterschätzt. Das gefällt euch, was? Das ist in Ordnung. Ihr habt euch den Respekt erarbeitet. Jo. Aber erst als ich Mademoiselle Solitaire erblickte und in ihre verführerischen Augen sah, da wusste ich, dass ich mitten in einer großen Lüge lebte. Jo. Also Moment mal, da fällt mir gerade was ein. Wir haben noch Tante, die wir loswerden können. Wieso hat er eigentlich seine Standardklamotte an? Da bin ich doof. Achso, das täuscht. Wir haben hier noch Zeug, was weg kann. Kann man ein paar Tränke kaufen von dem ganzen Zeug. Interessant, dadurch, dass ich Don Claudes Klamotte anhabe. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und das kann alles weg. So. So, pleite. Again. Und dann gucken wir nochmal, was Don Claude will. Ich kann es mir vorstellen. Wie gesagt, es fehlt noch ein Achievement tatsächlich. Und ich dachte, es war halt auch zu easy. Also in Relation gesehen. Ah, Monsieur Drake. So. Die Credits waren auch komisch und naja, wie gesagt. Was gibt's denn Wichtiges? Wir haben das Buch von Mutter Gottes studiert. Wir haben etwas herausgefunden und... Na, erzähl. Wir befürchten etwas. Der Krieg ist vorbei. Alles ist prima. Was ist noch so wichtig? Mutter Gottes hatte sich mit den finstersten Mächten eingelassen, Pakte geschlossen, um im Gegenzug Kräfte zu erlangen. Wir wissen, dass es einen Ort geben muss, an dem wir mehr über ihr Bündnis mit der Finsternis erfahren. Doch viele Texte sind in einer geheimen Sprache erstellt. Ich glaube, es ist eine Sprache, die nur Götter verstehen. Götter? Oh gut, dann scheidet wohl unser Halbgott schon mal aus. Wir brauchen einen Engel, der uns diese Texte übersetzen kann, Monsieur Drake. Angelina steht doch nur ein paar Meter von uns entfernt und kann jedes Wort mithören. Ach ja, dumm die
Dum. Ein Wolf für Schaumbad wäre jetzt schön. Die Arme, die tut mir richtig leid. Zumindest, wenn sie zuhören würde. Ihr habt einen besseren Draht zu Angelina. Ich glaube, sie sieht in uns nur gefährliche Bösewichte. Also fragt sie bitte, Monsieur Drake. Eine letzte Quest. Hi. Engelhafte Grüße, Süßer. Ich habe da mal eine Frage. Kannst du mal einen Blick in das Buch werfen? Den Text kann wohl nur ein Engel lesen, so meinte er. Wirklich? Dann muss sie etwas mit Göttern zu tun gehabt haben. Lass mich die Stelle mal lesen. Das könnte interessant sein, Drake. Hier steht etwas von einem Grab auf dem Friedhof von Wishes Wood. Dort sollen viele Geheimnisse begraben sein. Oh, der Friedhof. Ich erinnere mich ungern daran. Ja. Level up? Hast du dich gesehen? Ist ja auch egal. Ich wollte gleich ein Bad nehmen. Willst du mitkommen? Aber nicht im Brunnen. Klar, natürlich. Das Grab könnte sehr wichtig sein. Süßer, wir sind hier fertig. Wir haben Glory gerettet. Jetzt sollten wir uns wirklich von all den Abenteuern entspannen. Was willst du lieber? Ein Wohlfühlbad oder ein Blutbad? Wohlfühlbad wäre besser. Ich werde mit Don Claude darüber reden müssen. Tut mir wirklich leid. Männer. Na, natürlich. Oh ja, du wirst es nicht bereuen, Süßer. Hast du Ziegendarm dabei? Was? Ziegendarm? Woher bei Torus sollte ich Ziegendarm herhaben? Findet man sowas in Schatzkisten? Puh, aber Schutz ist sehr wichtig. Du weißt schon. Habt ihr denn dafür keinen passenden Magiezauber? Wie wäre es, wenn ihr mit den Steinhautzauber über meinen... Monsieur Drake, könntet ihr etwas in Erfahrung bringen? Ja, Moment. Verdammt, bin gerade... Na gut, ich komme sofort. Was? Was soll das heißen? Oh oh. Lauf! Warte, lass mich nochmal. Ah, Monsieur Drake. Ja. Auf dem Friedhof. Monsieur Drake, wir müssen mehr darüber erfahren. Es könnte wirklich wichtig sein. Jo. Es könnte auch sehr gefährlich werden. Was wissen wir schon, was uns dort erwartet? Oh, ihr meint also, es ist noch nicht vorbei? Nope. Ich weiß es nicht. Ob es vorbei ist, das müssen wir herausfinden. Lasst uns das Grab untersuchen und sehen, was sich darin befindet. Na gut, dann werde ich mal Holy Avatar von den wunderbaren Neuigkeiten berichten. Ich danke euch, Monsieur Drake. Der Ton leiert, oder bin ich das? Also nicht, dass ich leier, aber der Ton hört sich so an, als ob... Ah, seine halbgöttliche Wenigkeit feiert nun ausgelassen den Sieg. Nope, wird nix. Tut mir leid. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat es schon vernommen. Wir müssen erneut zum Friedhof von Wishes Wood. Gerade sollte seine halbgöttliche Wenigkeit eine halbgöttliche Massage von 3 Jungfrauen gleichzeitig erhalten. Tut mir leid, Holy. Es tut mir aufrichtig leid. Lasst uns los. Geheilt sind dank Cynthia alle. Wollt ihr noch einmal wegen der Ausrüstung schauen? Das habe ich schon gemacht, aber danke. Dann gehen wir nun noch einmal los, aber erwartet keine freudigen Wanderslieder. Uff. Hier sind wir. Sieht immer noch dunkel und gruselig aus. Schon wieder an diesem Ort. Ich wollte gerade ein Wohlfühlschaumbad nehmen. Ein Wohlfühlschaumbad! Und was muss ich nach unserem Sieg erfahren? Hilfe, die macht mir Angst. Es gibt da noch eine winzig kleine Bonusquest. Einmal mehr müssen wir zu diesem blöden und kalten Ort wandern. Es tut mir wirklich leid, aber Don Claude und Solitaire gehören nun mal dazu. Sie haben uns geholfen, also werden wir ihnen auch helfen. Rukels habt ihr auch geholfen's. Rukels sehr dankbar seien's. Nicht klauen's gar nichts von euch.
Oh, danke, Rokel. Wirklich. Und nein, bevor das Gemecker der Jungfrauen anfängt, sollten wir lieber direkt gehen. Wir meckern doch gar nicht. Wir kommen gerne mit. Also wirklich? Holy hat uns schon so viele Geschichten erzählt. Jetzt ist es uns wieder nach Abenteuern. Bam, bam, bam. Dieses Mal hätte seine halbgöttliche Wenigkeit die Lieblingsgeschichte über Lord British erzählt. Aber ihr hattet ja Besseres vor. Drake, Bruder. Ich glaube, Ed schaut dich wieder so an, als wolle er mit dir reden. Du musst das nicht tun, Mann. Monsieur Drake, ich glaube, Monsieur Ed wird mehr über das Grab wissen, welches wir suchen. Oh, Backe. Oh, verdammt. Na gut, ich gehe zu ihm hin, aber nur unter Protest. Sei stark, Bruder. Sei stark. Oh. Wen haben wir denn da? Ist das nicht der Sterbliche, der nie wieder zurückkommen wollte? Grummel, Grummel, Grummel. So. Rast nach dem Finale. Naja, tolles Finale. Wie ich sehe, habt ihr mich vermisst? Naja, nicht wirklich. Oh, und ich soll euch wohl dabei helfen, ne? Ja, sonst rollen Schädel. Ja, das wäre nicht schlecht. Wenn es geht, auch ohne Oblivion Quests. Der Maler. Er wurde inzwischen schon gefunden. Jetzt hat eine andere Party all den ganzen Ruhm abgestaubt. Über ein Grab? Welches Grab? Seht euch am besten die Beschreibung in diesem Buch an. Das ist das Grab. Ich glaube, es ist in... Ja? Wo ist das Grab, Ed? Irgendwie bekomme ich gerade Hunger. Nein. Ed, das ist nicht komisch. Ihr habt recht. Es ist nicht komisch. Aber ich bekomme wirklich großen Hunger. Ed. Nur einen knusprigen Geisterhasen, Drake. Kommt schon. Schaut doch nicht so deprimiert, Drake. Ihr müsst nur den Reißer töten. Er hat leckeres Fleisch. Und er ist so ähnlich wie der Beißer? Ja, genau. Ihr kennt euch aus, Drake. Tötet den Reißer. Bringt mir sein Fleisch. Und ich sage euch auch sofort, wo das Grab ist. Okay, keine faulen Tricks, ja? Nein, nein! Ich schwöre auf das Grab meiner Mutter. Die liegt hier auch irgendwo. Oh, Backe. Gut, ein letztes Mal töte ich einen Hasen. Ein letztes Mal. Drake, Mann! Lasst uns das gemeinsam erledigen. Dann geht es schneller. Meine Axt wird schon ganz unruhig, so ganz ohne Kopf. Falls du für einen Hasen tatsächlich Heilung brauchst, ich bin für dich da, Süßer. Na dann, wo ist das Karnickel? Hallo? Doch ein Hasen gehört. Ach da. Level 12. Frankie, der Reißer. Der Avatar soweit? Ja. Ja. Oh, habe ich euch eigentlich schon von meiner letzten... Das muss nun wirklich nicht sein. Ich komme nicht ans Kaninchen dran, oder? Nein, komme ich nicht.
Kugel mach's platt. Reicht nicht, schade. Aber West kriegt's hin. Bingo, Level up. Drake ist Level 20. Wow. Finale, Teil 2. Na dann. So, wo ist das bekloppte Skelett da? Wie ich sehe, habt ihr mich vermisst? Naja, geht so. Hier bin ich wieder. Der Geisterhase ist bereit und kann serviert werden. Ich wünsche guten Appetit. Was sagt man? Danke. Arschloch. Ihr seid wirklich nett, Sterblicher. Und? Was ist nun? Was soll sein? Das Grab. Ah, ja, ja, ich weiß schon. Ihr wolltet wissen, welcher Abenteurergruppe es geglückt ist, die berüchtigte Oblivion-Quest zu schaffen. Nein. Nein, das wollte ich nicht wissen. Nicht? Oh, ach, dann, was war's noch gleich? Ah, ach, richtig, richtig. Ist mir ganz entfallen. Ihr findet das Grab direkt im Südwesten. Noch ein Kaninchen. Ihr meint das, wo gerade ein Golem aufgetaucht ist? Mhm, wahrscheinlich. Ja, genau. Oh, er hat einfach meinen leckeren Hasen getötet. Verdammt, wir haben aber auch Pech. Wo kommt der Golem auf einmal her? Ist ja nicht so, dass wir noch keine Golems besiegt haben. Ja, aber wie ich schon sagte, ihr habt ungeheures Pech, denn dieser Golem ist ein Elite-Golem. Oh, das heißt, er ist stärker als gewöhnlichere Golems? Und mein Riesentöter macht keinen Extraschaden? Genau, und sehr stark, Pechvogel. Dann werde ich meine gesamte Truppe auf ihn hetzen. Ich könnte euch ja auch noch eine Quest geben, wenn ihr wollt. Nein. Nein, vielen Dank. Ich bin weg, Golems vernichten. Tschüss, ungeduldige Sterbliche. Die neue Quest hätte ihm bestimmt gefallen. Willige Prinzessin und ein ahnungsloser Drache. Na, was soll's? Drake, Süßer, ein großer Schatten bewegt sich im Westen. Soll ich ihm eins mit der Harfe geben? Ja, bitte. Ja, ein Elite-Golem. Wir müssen alles geben, um ihn bezwingen zu können. Lasst uns ein letztes Mal zusammenkämpfen. Seine halbgöttliche Wenigkeit hofft, dass sich all diese Mühe lohnen wird. Ich hoffe das auch, Holy. Monsieur Drake, ich glaube, das Grab ist noch wichtiger, als wir denken. Sonst wäre dieser Golem nicht erschienen. Er bewacht das Vermächtnis der Mutter Gottes. Vielleicht ein großes Schatz mit vielen Glitzerdingens. Möglich. Mädels, macht euch bereit! Jungfrauenpower! Oh, Backe. Es ist also noch nicht vorbei. Ich speichere nochmal sicherheitshalber. Ich hoffe mal, das Spiel hält jetzt tatsächlich durch, bis zum Schluss, bis zum eigentlichen, wirklichen Schluss. Dann krieg ich nochmal einen Rappel, das wäre sehr schön. Boah. Alter, das Vieh, ne, das steckt ein. Seine halbgöttliche Wenigkeit darf auch mal. Als erstes abnippelt.